Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Path of Titans Video. Lang ist's her, aber endlich ist mal wieder ein Update rausgekommen mit einem neuen spielbaren Dinosaurier, nämlich dem Vasboldir. Das dürfte, glaube ich, ein großer Hadrosaurier sein. Falls ich da falsch liege, schreibt's gerne in die Kommentare. Aber hätte ich jetzt so von der Körperform gesagt. Der ist nicht der schnellste, aber der hat natürlich auch eine enorme Größe und kann sich deshalb mit dieser und seinem Gewicht dann ganz gut verteidigen. Hat bis jetzt eine Attacke nur. Das Schnappen. Aber man kann ja später die Dinosaurier dann auch skillen. Dann wird er bestimmt auch noch einen Schweifhieb kriegen. Oder ja, irgendwie andere Sachen noch. Trampelschaden hat er bestimmt auch schon. Das gibt es ja auch bei größeren Dinosauriern. Habe ich jetzt soweit noch nicht getestet. Aber das ganze Kampfsystem und so wird ja später sowieso noch viel ausführlicher werden. Aber rein optisch finde ich den schon ziemlich cool. Ich finde es vor allem cool, wie detailreich der sich bewegt. Wenn ihr mal so auf den Hautfetzen am Hals und so achtet. Der bewegt sich halt auch dementsprechend, wie ich lenke. Das finde ich super cool. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Schreie mache. Bei dem Schrei sieht man es leider nicht ganz so gut. Aber im nächsten zum Beispiel. Seht ihr das oben am Kopf und an der Nase? Das sieht schon cool aus. Das wirkt echt richtig lebendig. Und das Spiel ist ja sowieso wunderschön. Wir können ja mal eben hier vorne auf die freie Fläche gehen. Und dann dort ganz schnell mal die ganzen Rufe und Schreie durchgehen. Friendly hatten wir ja gerade schon. Der nächste dürfte, glaube ich, aggressiv sein. Das klingt schon gut und sieht auch echt gut aus. Das ist, glaube ich, der Warnruf, ne? Ich finde das richtig cool, wie sich so die ganze Haut und alles bewegt. Und allgemein der Körper an sich. Was ist das für ein Ruf? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Schütteln kann er sich auch. Und ausstretchen. Das könnt ihr ja gefühlt alle. Oh, jetzt habe ich nochmal stretchen gemacht. Aber ich wollte eigentlich das hier machen. Oh, das ist Kratzen. Wenn mal der Schnabel juckt. Das ist, glaube ich, hier der Einladungscall für die Gruppe, ne? Das funktioniert ja, glaube ich, mittlerweile auch so. Oh, interessant. Klingt auf jeden Fall schon mal alles cool und sieht auch cool aus. Laufen und gehen finde ich auch schon optisch sehr cool. Und natürlich kann er sich auch wieder hinlegen. Die Beine sehen ein bisschen komisch aus. Sieht so ein bisschen krüppelig da aus. Kann er da mit der Maus gerade nicht hinzeigen. Aber schlafen kann er auch noch. Oh, das ist ja süß. Der bewegt sich auch so ganz leicht. Stehen wir mal wieder auf. Denn er hat natürlich auch noch Precise Movement. Das haben sie ja alle. Dass man halt rückwärts gehen kann und auf der Stelle sich so ein bisschen drehen kann. Ist besonders praktisch, wenn man an der Klippe steht oder halt im Kampf ist. Kann man das ganz gut benutzen. Und jetzt können wir auch gleich mal hier an diesem Durchgang testen, ob er sich bücken kann. Kann er tatsächlich auch. Also er kann wirklich sehr weit runtergehen mit den Vorderbeinen. Das wird aber trotzdem, glaube ich, nicht reichen. Ne. Der Tunnel ist zu klein. Das ist halt so ein perfekter Escape-Tunnel für kleinere Pflanzen und Fleischfresser. Aber ich finde die Map sowieso mega interessant. Also wenn man da verfolgt wird von einem Angreifer oder so, hat man da gute Möglichkeiten zu entkommen mit diesen ganzen Hindernissen, die eingebaut wurden. Oh nein, hier liegt ein Kadaver. Oh, ich kann davon auch was nehmen. Oh, da wird sogar angezeigt, wie viel da jetzt noch übrig ist. Also die Prozentanzeige war da gerade, glaube ich, auch neu. Ist ja witzig, dass ich das auch tragen kann. Da kann ich das mitnehmen, falls ich angegriffen werde. Und dann lege ich den das so hin als Tribut, damit die mich in Ruhe lassen. Sieht aber auch cool aus, diese Carry-Funktion.
Und ich finde auch die Physik mega cool, wie das so wabbelt, das Fleisch. Man kann sich sogar hinsetzen damit. Kann ich auch brüllen jetzt? Das teste ich jetzt. Nee, das geht leider nicht. Aber ich kann es droppen mit F. Ja, sehr cool, dass das geht. Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir jetzt auch nochmal ganz kurz ins Charaktermenü gehen. Das finden wir nämlich hier. Und da kann man auch nochmal die Abilities sehen. Also hier kann man dann wirklich einiges hinzufügen. Zum Beispiel Kopfattacken, Stoffwechselerweiterungen. Ach, guck mal, dass man auch weitere Sachen fressen kann. Zum Beispiel Nüsse und Wurzeln und sowas. Das ist ja interessant. Macht es natürlich dann leichter mit der Nahrungssuche. Ah, okay. Also hier kann man wirklich coole Sachen hinzufügen. Das müsste man sich dann halt alles mal durchlesen. Aber dieses ganze Ability-System finde ich sowieso interessant. Gibt es dann auch noch ein Tail Slam und eine Tail Attack. Also hier gibt es auch dann verschiedene Attacken. Genauso wie hier. Das ist echt mega cool. Oh, und man kann sogar solche Schreie leveln hier. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Boost für Party-Members, die im Radius von 30 Metern sind. Dann kriegen die eine erhöhte Verteidigung. Ist ja mega spannend. Das ist cool, dass man hier solche Sachen hinzufügen kann. Skins kann man hier natürlich auch nochmal anschauen. Da können wir einmal kurz durchklicken. Ganz schnell. Ihr müsst halt auch immer noch bedenken, diese ganzen Skins kann man auch mega krass variieren hier mit ganzen Farbeinstellungen und sowas hier. Also ist immer nur so ein grobes Vorschaubild, wie das aussieht. Ich muss aber sagen, dass diese neue Vorschau hier ein bisschen komisch aussieht, so vom Model. Das sieht so hell aus. Aber hier sieht man sogar das Wabbeln. Sehr cool. Okay, klicken wir mal weiter. Sie sehen alle so mega überbelichtet aus. Dadurch kann man die Skins halt nicht so schön sehen. In ihrer vollen Pracht. Na gut, einen kurzen Überblick habt ihr jetzt schon bekommen. Und dann könnte man halt hier, wenn man diese Marken hat, das Ganze halt einlösen. Und dann wird es nach der Zeit halt durchkommen, dieses Muster. Das dauert dann eine Zeit. Also es geht dann ja flüssig ineinander über. Hier ist nichts mehr Besonderes, ne? Nö. Und Quests und so, das kennen wir auch schon alles. Wir können aber hier nochmal reinschauen in das Charaktermenü. Dort können wir den nämlich nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Den hier hatten wir beim letzten Mal uns, glaube ich, schon mal so kurz angeguckt. Der ist auch cool. Das ist der Anodontosaurus. Auch sehr interessant. Aber heute geht es ja um den Vaspaldia. Den finde ich optisch mega cool. Fällt mir echt gut. Und ist, glaube ich, auch der letzte von den geplanten Dinosauriern. Aber es soll noch zufällige Überraschungsdinosaurier reinkommen. Also da wird uns noch einiges erwarten, denke ich. Wir gehen jetzt aber mal kurz die ganzen Geschlechter durch. Weil die männlichen sind sogar ein bisschen farblicher. So ein schönes Grün. Und hier gibt es natürlich auch wieder Unterklassen. Den finde ich noch ganz cool mit diesen Stacheln oben. Und sind halt auch von der Körperform ein bisschen anders. Und die Stats sind auch anders. Also hier seht ihr das immer grob zusammengefasst, was die halt haben. Ja, Farben, Muster und so, das kann man ja alles anpassen. Das hatten wir uns ja gerade schon so ein bisschen angeguckt. Aber ich denke, man kann schon ganz gut sehen, in welche Richtung das geht. Ich möchte halt nur testen, ob wir das Ganze jetzt als Baby spielen können und wie das aussieht. Oh, können wir tatsächlich... Oh. Oh, der ist aber süß, der Kleine. Kann der auch schon schreien? Oh, das Auge ist ja riesig. Sind das die normalen Schreie? Nee, die klingt schon ein bisschen anders, okay. Guck mal da, ist ein Kollege. Hallo. Na du? Süß. Oh, er macht sogar so ein... Ey, nicht schnappen, du Fiesling. Ich hab dich lieb. Oh, der macht den bösen Call. Fies. So, jetzt habt ihr den auch mal als Baby gesehen, den Kleinen. Und würde halt jetzt komplett heranwachsen zu dem Großen davon vorhin. Der Grund, warum bei dem Spiel so lange nichts kam, ist übrigens, weil die das Spiel in die Unreal Engine 5 umgewandelt haben. Ja, sagt man das so? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall benutzen die jetzt die Unreal Engine 5 und das ist natürlich für die Zukunft des Spiels, für die ganze Entwicklung und so viel, viel besser. Das war natürlich viel Arbeit für die. Allerdings für uns Spieler
gibt es dadurch jetzt nicht so viele Unterschiede zu sehen. Aber es ist ein wichtiger Schritt, der gemacht wurde. Und ich denke jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird uns zu Path of Titans auch mal wieder einiges erwarten. Ich freue mich da drauf, weil das echt ein richtig cooles Spiel ist. Und aktuell müsste es jetzt auch Angebote für das Spiel geben. Also müsst ihr mal vorbeischauen. Ich packe euch den Link auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Und falls ihr vorhabt, euch das Spiel zu holen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier meinen Freundescode benutzt oder einfach auf den Link in der Videobeschreibung klickt. Und dann bekomme ich halt hier so ein paar Skins freigeschaltet, die echt cool aussehen. Das wäre mega lieb, ist aber kein Muss, also müsst ihr nur machen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aber Leute, das soll es jetzt mit dem heutigen Path of Titans Video gewesen sein. Ist schön, mal wieder was von dem Spiel gehört und gesehen zu haben. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.